Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Albion. Wir sind hier beim Rüstungshändler am Hafen von Belovino. So, dann schauen wir mal hier, ob hier noch weitere offene Türen. Hier oben ist noch eine offene Tür. Das heißt, wir gehen einfach nach Norden und nehmen das letzte Haus. So, einfach nach Norden. Und das letzte Haus. Das ist das hier. So, mal schauen, wo wir jetzt sind. Eine Wegmarkierung bekommen. So, hier unten ist jemand. Gucken wir mal. Ist schon mal wieder ein Wohnhaus. Das Mädchen ist kein Mädchen, sondern ein Blumentopf. Möchtet ihr ein Lied hören? Ich habe es gestern gelernt, aber den Text vergesse ich immer wieder. Aber wenn ich groß bin, werde ich Musik machen. Skymardin. Was schaut ihr denn so? Achso, also Skymardin ist bei uns eine gängige Begrüßungsform. Sie heißt in eurer Sprache ungefähr, was für ein schöner Tag. Wäre schön, wenn ihr den Gruß auch verwendet. Wie ihr seht, leben wir in bescheidenen Verhältnissen. Aber was bedeutet schon Gold und Reichtum? Wichtiger ist doch, ein zufriedenes Leben zu führen. Da hat er tatsächlich nicht ganz unrecht. Wenn man zufrieden ist, dann brauchen wir auch kein Gold und Reichtum. Und wenn man nur mit Gold und Reichtum zufrieden sein kann, dann fehlt einem irgendwie was anderes im Leben. Also nicht als Folge, sondern das ist quasi die Diagnose. Das Symptom ist, dass man ohne Gold und Reichtum nicht zufrieden ist. Die Diagnose ist, es fehlt einem was im Leben. Was nicht Gold und Reichtum sind. Wundert euch nicht über diese Schädel, die bei uns überall an der Wand hängen. Sie sind zwar nicht mehr ganz zeitgemäß, aber es sind für uns doch wertvolle Erbstücke von unseren Vorfahren. Man hängt eben an Traditionen. Gar keine Schädel bemerkt. Mami und Papi sind zu Hause. Ich habe kein Geld und darf nichts unterzeichnen. Ihr müsst sie schon selbst ansprechen. Und ich will auch nicht, dass du irgendwas unterzeichnest. Ich will einfach nur mit dir reden. So wie ich mit jedem hier rede. Was nützt einem die Weisheit im Alter, wenn sie niemanden haben möchte? Die Jungen interessieren sich nicht mehr genügend für die Traditionen. Tja, die Zeiten ändern sich halt einfach. Oh, das Klo, das Waschzimmer und das Schlafzimmer sind eins. Es sind auch nur zwei Betten und 5 Gold, die Familie bestimmt nicht vermissen wird. Die Pause eben war, weil so mein Gedanke ist, sie werden sich vermissen, es sind arme Leute. Wir bestehlen also hier eine arme Familie, wie sich das gehört, für Abenteurer. Oh, hier ist noch eine offene Tür im Osten. Das war eben das Rennen-Feature. Wir müssen tatsächlich hier an den Gebäuden vorbei. Ich komme hier auf der Seite. Genau, hier diese Tür. Ah, das wird die Heilerin sein. Jawohl. Und dann schauen wir mal. Ich bin alle müde. Schauen wir mal, was sie möchte. Ich habe Klüstern bekommen. Haltet euch lieber fern von mir, sonst stecke ich euch noch an. Das ist eine schreckliche Krankheit. Man fühlt sich schlaff, mies und bekommt Pusteln an den Beinen. Es dauert sehr lange, bis das vorübergeht. Das ist was man eigentlich nicht tun sollte. Seht ihr denn nicht, dass ich beschäftigt bin? Raus hier! Genau aus diesem Grund sollte man das nicht tun. Es wäre zu witzig gewesen, wenn man einem erlaubt, hierher zu gehen und mit den Leuten auf dem Klo zu reden. Skymardin, ich hatte Klüstern, aber inzwischen geht es mir schon wieder recht gut. Dank Raminas guter Pflege kann ich die Krankenstation hoffentlich bald verlassen. Skymardin, bitte seid leise und nehmt Rücksicht auf die Kranken in den Betten. Wenn ihr verletzt seid, kann ich euch eure Wunden heilen. Ich kenne mich auch mit Flüchen aus und kann oft helfen, wenn ihr an irgendeiner Beeinträchtigung leidet. Dann gucken wir mal, was sie haben möchte für 31 Punkte. Oh, 0,1 pro Punkt. Tatsächlich hätte ich das aufschreiben sollen, was die Heiler kosten. Aber wir haben ja jetzt nicht, gut, dadurch, dass alle müde werden, ehrlich gesagt. Okay, gut zu wissen. Wir haben ja eigentlich nie keine Chance, einen anderen Heiler zu nehmen. Irgendwelche offenen Türen. Nein, wir haben damit alles gesehen in der Stadt. Dann gehen wir mal aus der Stadt raus.
Oder beziehungsweise wir sprechen mal hier die beiden an. Ist eigentlich politisch gesehen immer die falsche Sache, Leute dann einfach anzusprechen. Aber wir haben ja schon gehört, dass sie scheinbar nicht die besten Entscheidungen treffen. Also gehen wir mal zum Rat und sprechen ihn darauf an. Und zwar im Halbschlaf, weil alle müde werden. So. Er rennt auch schon von uns weg, der Guard. Er ist ziemlich beschäftigt. Aha. Nein. Abgesehen davon sind die Worte, die Sachen, mit denen, über die wir geredet haben, wieder resettet. Das ist ärgerlich. Nein, sie. Ich kann sie nicht über Guard ausquetschen. Ja. Das sind nur so die Standardtexte ohne richtige Dialogoption. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir mal, was außerhalb der Stadt ist. Wir haben jetzt hier verschiedene Sachen. Huch, ja, ich kann hier nicht. Wir gehen raus aus der Stadt und gehen dann, wenn es spät genug ist, auch mal schlafen. So. Und da sehen auch die Grondiers. Also wir sollen nicht über die Felder abkürzen, das heißt, das werden wir dann auch nicht tun. Und was ich jetzt tatsächlich mache, ist, ich werde eben ganz schnell nach dem Kampf, das ist ein Grondier 2. Natürlich haben wir jetzt hier wieder stärkere Gegner. Natürlich war 7 jetzt nur der letzte Angriff. Es ist schade, dass hier nicht der Gesamtschaden angezeigt wird. War jetzt aber schon nicht schlecht. 2 Runden. Gut, Dreher hat die halbe Lebensenergie verbraucht. Ich werde jetzt ganz schnell die Aufnahme kurz pausieren und mir die Karte von der Gegend hier holen, dass wir jetzt nicht wieder stundenlang rumreisen. Aber natürlich werde ich dann mit euch ein bisschen die Karte erkunden, aber weiß halt dann schon, wo was ist. Das machen wir dann auch am nächsten Morgen. Das heißt, ich mache jetzt hier eine kleine Aufnahmepause. Und wenn wir uns wiedersehen, dann haben wir auch einmal gerastet und dann geht's los. Weil ich habe jetzt keine Lust, hier Stunden rumzulaufen. 3 Folgen lang nur die Insel erkunden. Das ist auch irgendwie langweilig, oder? Also, dann sehen wir uns gleich. So, das ist der nächste Morgen. Ich habe mir mal eben kurz die Karte angeguckt. Und wir laufen jetzt zuerst mal einfach ein bisschen der Straße entlang. Da sind eigentlich dann die interessanten Sachen. Das heißt, wenn wir so wild durch die Gegend laufen, da wird es echt nichts finden. So, wir laufen nicht durch die Felder. Das haben wir versprochen, aber wir laufen so zwischen denen vorbei, denn hier sind zum Beispiel Trifalei-Samenbüsche. So. Und das ist natürlich ganz praktisch. Die können wir direkt einsammeln. So, hier sehen wir schon so ein paar Klippen. So, das war auch schon alles, was wir hier finden. Dann geht es wieder den Weg entlang. Jetzt nehmen wir die Seite, sodass... Oh, ja, okay, den Gegner, den nehmen wir noch mit. Sofern er auch wirklich kommt, da kommt er auch. So. Ui. Ui, das ist ein recht heftiger Angriff. Okay, tun wir erstmal temporär alle kurz einfrieren. So... Einfach um die ganzen weißen Grondiers loszuwerden und ein paar Angriffe frei zu haben. Das war, wie gesagt, die ganze Zeit so meine Haupttaktik. Aber ich muss gestehen, ich sieht man nämlich, jetzt bleibt nur noch ein Grondier übrig. Und auf dem können wir jetzt nach Belieben rumhauen. Meltas kann seine Dämonenaustreibung noch weiter trainieren. Und er kann den Blitzschlag trainieren. So. Einfach weil es der schwächere von, also der weniger trainierte von beiden Zaubern ist. So. Und ein Level-Up für Tom. Gut.
So. Tom hat keine Plätze mehr frei. Runter wollen wir. So, dann folgen wir dem Weg nach Westen. Und zwar bis ganz an sein Ende. Da sind nämlich nochmal Trifaleibüsche. Und wir sehen auch einiges. Also wir sehen dadurch im Endeffekt auch die wichtigsten Sachen von der Karte. Der Rest ist dann einfach so Wald und so. So, den da oben nehmen wir gleich mit. Wir gehen jetzt erstmal hier nach Südwesten. Ich musste eben echt überlegen, ob das gerade Osten oder Westen ist. So, kommen wir mal hier. Aha, hier ist nochmal so ein diamantenförmiger Fels. So, und zwar hatte ich mir gemerkt, dass hier liegt, das führt zu einem Wald. Und wenn wir jetzt hier den Wald quasi umgehen, dann ist da am anderen Ende des Waldes noch ein Samenbusch. Da ist er auch schon. Ich glaube, dass ich Magie anwende. Na gut, den Feuerregen, da der auf eine ganze Zeile geht, ist kein Problem. Der bräuchte noch magische Energie und ich will die jetzt tatsächlich nicht verschwenden. So. Ich will nicht sein Lebensenergie verbrauchen, so eher. So, beziehungsweise sie greift hier oben an. Er muss jetzt auch in den Nahkampf. So. Da sieht man ja auch schon, dass er noch sehr wenig Lebensenergie hat. So. Deswegen habe ich auch einige Tränke. Jetzt nehmen wir mal die Steam Drinks. Ja, so viel bringen die gar nicht. Die blauen Tränke sind besser, die können wir jetzt also einfach verbrauchen. So. Rechtsklick, angreifen, Linie. So, und jetzt rennt der einfach weg. Tschüss. So, Weihnachtsschuh 25. So. So, tatsächlich ist das alles, was hier war. Also gehen wir jetzt einfach den Weg nach Norden weiter. Und uns wurde ja schon gesagt, dass es da dann im Norden einen Gebirgspass gibt, der dann zu den anderen Ortschaften führt. So, das schauen wir uns jetzt mal an. Wir sehen, da war hier noch so ein Busch. Da ist noch ein Grondier, natürlich nehmen wir den mit. Wenn es die Starken sind. Hier ist jetzt tatsächlich die Frostlawine sehr hilfreich gegen diese Gegner. So. Da wir dann einfach Zeit haben, drauf zu hauen. Sagen, zaubert Sira mal eine leichte Heilung auf Tom. So. Da habe ich zu langsam gedoppelklickt. Das ist lustig, er hat keine Plätze mehr frei, also kann ich noch nicht mal die Sache, die er schon hat, bei ihm ins Inventar stecken. Ich muss das jetzt tatsächlich in die Plätze reinklicken. Ja, ja, mach auf. So. So, also geht es hier entlang. So.
so. Wenn ihr die Karte sehen wollt übrigens, es gibt ein schönes Wiki, das heißt Albion Web. Das hat die hochauflösenden Karten von allen Gegenden. So. So, den Dornen schlinge ich ein. Der kann nichts mehr machen. Der kann auch einen Feuerball machen. Ja, wobei die werden jetzt angegriffen. Der ist. Ja, da macht er erstmal nichts. So. Jetzt habe ich nämlich gedacht, dass der drauf geht. Und wenn ich den einen Dorn schlinge, dürfte er nicht mehr angreifen können. Jetzt kommen die nämlich vor. Und jetzt kann der einfach sagen: Gut, okay. Ich mache nochmal einen Feuerregen. Alle, auch wenn es mich Lebenspunkte kostet. Sonst immer einfach nichts. Weil das jetzt einfach eigentlich sollte sie Magie anwenden. Leichte Heilung auf sich selbst. Der bewegt sich darüber, dass er angreifen kann. Und die zwei greifen einfach. Der greift an, der bewegt sich auch rüber. So, schauen wir mal. Ah, okay. Der hat mir den Gefallen getan, ist zu uns gekommen, dass die zwei angreifen können. So. Und dann. Es sind schon schwerere Kämpfe hier. So, ich muss die Bell auf die Felder legen. So, richtig. Nein, eigentlich sollte sie Radi hier kriegen. So, weil sie die ja für ihre Magie braucht. Und dann legen wir das hier auch, das leckere Fleisch. So, ein schönes Steak. Und dann nehmen wir uns hier nochmal das Korn mit, Samenkorn mit. So, Moment mal. Das kennen wir doch. Ist auch so ein Auge im Berg. Augen? Das ist interessant. Nun gut. Keine Ahnung, was die bedeuten. Werden wir noch rausfinden. Seit ich habe das Spiel nicht komplett durchgespielt. Beziehungsweise. Ich habe an einigen Stellen meinen Fortschritt weiter gecheatet. Ging's hier nicht? Es ging hier eigentlich noch weiter nach Norden. Ich habe jetzt leider, weil ich habe jetzt OBS. Ah, genau, hier ging es weiter nach Norden. Ja. Ich habe jetzt OBS im Vordergrund. Und nicht. Das ist dann hier im Norden, genau. Nördlich an den Getreidefeldern vorbei. So, dann schauen wir mal. Ja. Magie haben wir gerade keine zur Verfügung. So, die zwei greifen auf jeden Fall den an. Und Trier hilft bei ihm weiter. So, jetzt ist es tatsächlich Zeit für Sira mal, Tom ist in Sack gewesen, mal einen Trank zu trinken. Und Dreh darf auch gerne mal einen kleinen Trank trinken. So. Achso, außerdem, das hat wahrscheinlich alles Tom, ne? Kann das sein, dass ich keine magischen Tränke mehr habe oder hat die einfach jemand anders gerade? Die habe ich alle verkauft, ne? Ja. Gut, dann müssen wir ohne Magie weiterkommen. So. Und das ist natürlich schon doof. Kunag ist bewusstlos. Das heißt, er kriegt für den Kampf keine Erfahrungspunkte. Ich meine, gut, diese Gegner hier respawnen zwar, aber es ist trotzdem ärgerlich. Ziemlich ärgerlich sogar.
sicherste Variante wäre tatsächlich immer wieder alles voll aufladen. Was aber quasi heißt, warten, rasten oder sowas. Sira ist in Panik. So. So, ja, die Lederkappe ist kaputt. Den Schlüssel weiter. So, dann gehen wir einfach zurück. Jetzt müssen wir zurück. Und die Kappe reparieren. Also nächstes Mal kann sie einfach sagen, dass erstmal wieder da ist. Okay, wir sind hier tatsächlich schon einiges schwächer als vorher sozusagen im Vergleich zu den Gegnern. Und ich bin ziemlich versucht, wieder zu grinden. Ich werde aber, wenn ich das mache, ist die Heilerin. Ich will zur Taverne. Die war hier. Das habe ich bisher im ganzen Spiel nicht gewusst, dass man fast traveln kann. So. Jetzt ist es zwar draußen dunkel, aber da ich ja fast traveln kann, ist das ja kein Problem. Doch unten ist die Anmeldung, genau. Oh, das ändert natürlich alles, dass die Wegmarkierungen echte Fast-Travel-Locations sind. Das war mir nicht bewusst. Okay, dann machen wir erstmal hier warten. So. Ja. Da ist die Maus blockiert. Ach. Dann warten wir noch eine Stunde. So. Und zwar wollen wir in dem Modus hier verkaufen, weil wir da mehr Geld kriegen. So. Alles weg. So. Schau mal, das Fleisch hier auch. So. So halt, ich kann natürlich... Das werde ich machen. Ah ne, das habe ich schon. Okay. So, dann zum Rüstungshändler. So, da ist hier unten. So, das hätte natürlich früher alles viel stärker vereinfacht. Also erstmal reparieren wir die Rüstung, die wir haben. Oh, das macht sie nicht. Okay. Das ist schade. Also Tom kriegt auf jeden Fall erstmal die bessere Rüstung. Das ist klar. So, damit er noch weniger getroffen wird. Sira kann leider hier keine Rüstung und so weiter kaufen. Er könnte auch, aber da haben wir das Geld nicht für. Und jetzt ist die Frage, nein, ich kaufe sie nicht, ich gucke nur, ja, er kann die beschlagene Kappe tragen. Das heißt, wenn wir sie reparieren würden, könnten wir sie ihm geben. So. Ja, ich glaube, ich werde jetzt erstmal... Mache ich das? Ich werde tatsächlich jetzt das... es ist jetzt eine schwere Entscheidung für mich, aber ich habe mich jetzt... ich habe mich entschieden. Ich werde das Grinding nicht aufnehmen. Das heißt, in der nächsten Folge, es ist ja jetzt eh die Folge quasi zu Ende, in der nächsten Folge werden wir grinden, beziehungsweise werden wir gegrindet haben und einfach die ganzen... Rüstung. Vielleicht mache ich eine Spezialfolge, die zwischen den beiden Folgen rauskommt, wo ich das ganze Grinding in einer großen 30 Minuten Timelapse zusammenfasse, mit ein bisschen Musik dahinter, für alle die sehen wollen, dass ich nicht das alles einfach jetzt mit einem Savegame-Editor oder so ercheatet habe. Aber ich glaube, das werde ich machen. So, das Blöde ist, ich kann die Waffen nicht reparieren lassen.
Eventuell muss ich da wieder zurück zum Waffenschmied. Schauen wir mal, wer mein Reparator ist. Und dann werde ich die Leute auch ausrüsten. So, ja genau, Gegenstände drin. Der Grund dafür, dass ich das mache, ist ganz einfach. Bei dem Grinding muss ich jetzt hier nicht das Mikro und so weiter haben, sondern das kann ich. Ich kann beim Grinden selbst auch irgendeinen Film gucken oder so, weil ich nur den Ton vom Spiel noch nicht mal aufnehmen muss. Und damit heißt das, ich kann beim Grinding einfach. Ich weiß nicht, kann ich hier die Sachen klauen? Nee. Okay. Das heißt, ich werde jetzt hergehen und werde für heute Schluss machen. Werde dann, wie gesagt, außerhalb der Hauptaufnahme grinden gehen, werde eine Sonderfolge machen. Die kommt dann zwischendrin raus. Die könnt ihr gerne ignorieren, wenn ihr möchtet. Das werde ich jetzt in Zukunft immer mit dem Grinding so machen, dass ich das nicht in die Folgen reinpacke, sondern eine Sonderfolge mache. Und die eigentlich nächste Folge ist dann quasi nach dem Grinding. Ihr könnt aber verifizieren, dass ich nicht gecheatet habe, sondern dass ich wirklich gespielt habe. Das ist mir nämlich eigentlich ziemlich wichtig, deswegen möchte ich eigentlich ungern längere Sachen wegschneiden. Denn ich werde jetzt wahrscheinlich mehrere Stunden grinden müssen. Okay, das heißt, damit verabschiede ich mich für heute. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Panty spielt Albion. Bis dann und ciao, miau.